Sommerland kurz hinter Elmshorn. Hier hat Familie Koopmann ihre Helikopterfirma. Bei gutem Wetter wollen der Hamburger Regisseur Peter Mörs und der Kameramann Klaus Stuhl Luftaufnahmen machen. Alles dabei? Hallo. Hallo, Torben. Hallo. Moin. Torben Koopmann ist einer der gefragtesten Filmpiloten Europas. Sogar Hollywood bucht ihn regelmäßig. Gut. Alles gut. Wetter wird langsam besser. Ne? Ja. Besser insofern. Die Crew will Aufnahmen der Elbe bei Niedrigwasser machen. Ja. Bis nach Brunsbüttel. Ja. Und vielleicht gelingt uns ja noch ein Blick hier in die Elbmündung. Ja. Mal gucken. Wetter ist gut eigentlich. Können wir hier auf der rechten Seite bleiben? Wir müssen hier ein bisschen außen rumfliegen. Die Sonne kommt eher von hier, ne? In der Kugel befindet sich die Kamera. Stabilisiert durch zwei Kreiselsysteme. Allein diese Technik kostet eine 500.000 Euro. Der Kameramann hat sie für den Filmflug mitgebracht. Ich muss ja dafür sorgen, dass der Hubschrauber, also sprich der Hubschrauber mit der Kamera dran, an der richtigen Position ist, damit das Bild entsteht, wenn die Kamera geschwenkt wird. Insofern muss ich so ein bisschen drauf gucken, dass im Monitor, was für ein Bild ist jetzt gerade da, was ist jetzt gerade gewünscht. Und schön ist natürlich, wenn man möglichst wenig reden muss dabei, wenn der Kameraoperator und der Pilot einfach wissen, was der andere gerade erwartet. Die Kamera kann in alle Richtungen schwenken und Objekte nah heranzoomen. Kuddel! Geht! Der Kameramann bedient sie per Joysticks aus der Kabine. Was einfach aussieht, bedarf viel Erfahrung. Seit über 15 Jahren arbeitet Klaus Stuhl als Flugbildoperator. Torben und ich haben zusammen halt die Nordsee von oben gedreht, Ostsee von oben, Baltikum und diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, wir sind das eingespielteste Team, was es gibt, würde ich mal so behaupten. Und es macht einfach tierisch Spaß, weil wir müssen eigentlich kaum noch reden, weil wir einfach wissen, wie wir das beide haben wollen. Mir ist es auch sehr recht, dass der Pilot selber Ideen hat. Also ich lege nicht Wert darauf, dass als Kameramann das alles von mir kommt. Wir sind ein Team und das merkt man und ich finde, das sieht man auch dem Produkt nachher an. Der Eurocopter wiegt weniger als ein VW Golf und lässt sich bequem aus dem Hangar schieben. Eine Filmflugstunde kostet fast 5.000 Euro. Da dreht man gleich für mehrere Produktionen. Ja, das Wetter ist sehr gut, deshalb haben wir uns überlegt, dass wir noch spontan eine kleine Verfolgungsfahrt auf einer Allee hier machen, die auf dem Weg zur Elbe läuft. Und da werden wir ein Auto begleiten, sehr nah. Sehr schnell, sehr tief, kann man nur mit so einer Kamera machen, muss man sehr gut zu fliegen können, sehr präzise. Aus der Luft bekommt das Filmauto per Funk das Signal zum Start. Okay, geht auf der Höhe, das ist die Kronen durchgehen. Ja. Ja. Nimmst du einen Horizont mit rein, Klaus? Okay. Dafür müssen wir, glaube ich, ein bisschen tiefer. Ja, kommt. Ja, müssen wir da so, super, rein. Super Bild. Muss ich erstmal rum, dass ich... Einmal die andere Seite. Hubschrauber Schatten aufpassen. Ja, ist unter durch gleich. Ja, passt. Heli Schatten ist okay. Ja, passt. Machen wir schön. Sehr schön. Der erste Versuch gelingt. Alle sind zufrieden. Torben zieht die Maschine hoch. Sieht sehr schön aus. Normalerweise sind Helikopterunternehmen nicht mitten in der Marsch, sondern nahe bei Flughäfen. Der unscheinbare Hangar neben dem Bauernhaus unterscheidet sich kaum von den Scheunen der benachbarten Gehöfte. Als sich der Betrieb Anfang der 80er Jahre seinen ersten Helikopter anschaffte, ließ Chef Walter Koopmann einfach einen eigenen Landeplatz bauen, direkt vor der Haustür.
Walter Koopmann ist Torbens Vater. Sie sind beide Inhaber und Piloten des Hubschrauberfamilienunternehmens. Der Platz für den Landeplatz und für den Hangar hat für mich natürlich viele Vorteile, weil ich unmittelbar nebenan wohne. Mein Weg zum Arbeitsplatz ist nicht weit. Ein gewisser Nachteil ist, dass man 24 Stunden, 7 Tage erreichbar ist. Walter lernte das Fliegen bei der Bundeswehr. Danach war er selbstständiger Pilot. Jetzt ist er Unternehmer mit 5 Maschinen. Und der soll eigentlich, haben sie mir versprochen, am Montag wieder einsatzbereit sein. Walter Koopmann ist mittlerweile Mitte 60 und kann auf 40 Jahre Flugerfahrung zurückblicken. So ganz genau weiß ich auch nicht mehr, wie ich auf die Idee kam, Hubschrauberpilot zu werden. Aber es hat mich, das Unbekannte hat mich damals gereizt. Und ich fand es sehr spannend, wie ein Vogel durch die Luft zu fliegen. Mit dem Technikerteam arbeitet Walter schon seit Jahrzehnten zusammen. Er setzt viel Vertrauen in das Können der Männer. Schließlich sind sie seine Lebensversicherung. Viele denken ja, wenn der Motor ausfällt, dass ein Hubschrauber runterfällt wie ein Stein. Das ist aber nicht so. Es geht natürlich bergab. Man fliegt dann einmal ein bestimmtes Manöver mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wenn man so 100 Fuß über Grund ist, nimmt man die Fahrt raus und kann butterweich aufsetzen. Dann. Es wird auch regelmäßig geschult bei jedem Checkflug. Muss der Pilot vorführen, dass er das kann. Unter der Leitung von Kurt, genannt Kuddel, werden alle 100 Flugstunden Wartungen durchgeführt. Dann werden verschiedenste Teile vorsorglich ausgetauscht. Die Rotorblätter sind leicht, sie wiegen nur 30 Kilo. Doch durch das hohe Drehmoment entsteht eine Kraft von 10 Tonnen pro Bolzen. Eine hohe Belastung für jeden Werkstoff. Es hängt doch ein bisschen Leben da dran, ja. Also, wie gesagt, Sicherheit, es gibt einen guten Spruch, Sicherheit ist nicht teilbar. So, und das ist eben einfach so die Prämisse, nach der wir versuchen zu arbeiten hier. Kuddel arbeitet seit 32 Jahren als Hubschraubertechniker für die Koopmanns. Also ursprünglich gelernt habe ich mal Landmaschinenmechaniker und bin dann, wie gesagt, mit meinem jetzigen Seniorchef zusammen. Oder der suchte jemanden. Als Bodenmann bin ich eingestiegen und bin dann hier hängen geblieben und habe dann über Lehrgänge, ja ich weiß, lass doch mal los, habe dann über Lehrgänge und Fortbildung mich qualifiziert, dass ich eben ja, den Job machen darf und kann, den ich jetzt mache hier. Auch Kai ist Quereinsteiger. Früher verdiente er sein Geld als Lkw-Fahrer. Ja, sauber machen. Zwei Gründe. Erstmal gucken, ob da irgendwo Risse sind oder sonst irgendetwas. Und eben halt auch wegen dem Gewicht. Wenn sich da ein kleines bisschen von dem Ruß draufsetzt, dann sollte man das überall gleichmäßig runterwischen, damit da keine Unwucht oder sonst irgendwas entsteht. Die zweimotorige Maschine scheint nicht mehr lange einsatzbereit. Die Lüfterräder der Turbinen sind verschlissen. Neue müssen aus Paris geordert werden. Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass wir diese Teile rechtzeitig rankriegen, weil der Hubschrauber eigentlich schon wieder für den nächsten Einsatz verplant ist, dass wir den auch rechtzeitig wieder in die Luft bekommen. Deswegen Lagebesprechung mit dem Chef. Ein wichtiger Auftrag scheint gefährdet. Ja, wie sieht denn jetzt die Planung aus? Wo ist denn die Maschine nicht da oder was fliegt sie jetzt noch in Stunden? Und Von 21. Bis Donnerstag. Ja. Muss ich gleich mal gucken, wo wir da sind. Ja. Also für diesen Auftrag haben wir nur einen Hubschrauber, sprich den zweimotorigen, weil das da über See geht. Das sind, wie gesagt, Offshore-Windparkanlagen, die da gemacht werden. Und das ist mit den restlichen Vieren, die nur einmotorig sind, nicht durchführbar. Doch erstmal geht es einmotorig an die Elbe. Ein neues Schiffsleitsystem soll dort errichtet werden. Vater Walter und Sohn Torben fliegen heute gemeinsam. Eine seltene Ausnahme.
Doch der knifflige Auftrag erfordert nicht nur Geschick, sondern auch 4 anstatt nur 2 Augen. Doch, komm mal. Warte, ich bin bei dir. Warte. Die empfindliche Radarantenne muss auf einer unbewohnten Elbinsel montiert werden. Dort lässt sich kein Kran aufstellen. Der sumpfige Boden und der umständliche Transport machen solche Pläne zunichte. Ein Fall für den Helikopter. Das Montageteam wird mit der Barkasse übergesetzt. Die Antenne liefern gleich die Koopmans. Der Wind ist jetzt nicht so böig, das ist eigentlich ganz gut, gleichmäßig, aber er kommt nicht ganz aus der optimalen Richtung. Insofern müssen wir uns mal gucken, dass wir es so hinstellen, dass es trotzdem funktioniert. Torben wird die Aktion fliegen. Sein Vater beobachtet die Außenlast durch das Bodenfenster. Das erste Mal Außenlast fliegen, da kann ich mich noch daran erinnern, ja, das war doch etwas, am Anfang kriegt man die Last nicht wirklich ruhig, da schwingt sie und da ist man ganz froh, wenn man zu zweit ist und das einem erstmal vernünftig beigebracht wird. Und das ist auch nicht, ist eigentlich auch nicht wirklich in der Ausbildung integriert. Man macht es zwar mal, aber man lernt es nicht wirklich. Das kommt nachher über wirklich viele, viele Stunden, die man außenlos fliegt und dann auch eben montiert, da lernt man es dann eigentlich. Und das ist immer ganz gut, wenn man erfahrene Menschen hat, die einem das beibringen können und zeigen können. Ja. Der Eurocopter mit der B3, der stärksten Maschine, kann 1,4 Tonnen Gewicht heben. Das ist mehr, als er selbst wiegt. Auf der Elbinsel Pagensand steht das Montageteam mittlerweile bereit. Die alte Radarantenne ist entfernt. Der Sockel gereinigt. Die Situation ist überraschend schwierig. Die Antenne ist seitlich am Turm zu montieren und der Wind zwingt den Piloten, den Hubschrauber anders als vorgesehen zu stellen. Ja, der Wind kommt in der verkehrten Richtung, aber ansonsten die Antenne fliegt jetzt ganz gut hinterher. Ich gehe einmal um den Turm rum. Sehr gut, oder? Ja, sag mal, was ich tun soll. Nee, schön. Ja, gut. Wie weit nach rechts? Ja. Okay, wie sieht es aus mit der Höhe? Ja, schön. Zehn Bolzen müssen bei starkem Wind genau in die Bohrlöcher geflogen werden. Die beiden brauchen nur einen Versuch. Okay, alles klar, dann hau ich gleich wieder ab. Schön mit euch, ne? Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ihr findet den Weg, oder? Wir finden den Weg, ja. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Gruß an Torben. Jo, machen wir. In Zukunft wird die Radarantenne dazu beitragen, dass der internationale Schiffsverkehr reibungslos funktioniert. Wieder zurück im heimischen Hangar. Eigentlich sollte der Arbeitstag für Vater und Sohn jetzt zu Ende sein. Walter ahnt nicht, wie lange es heute für ihn noch werden wird. Walter Koopmann hatte seinen Betrieb vor mehr als 30 Jahren begonnen. Damals war die Übersäuerung der Wälder erstmals zum großen Thema geworden. Die Ausbringung von Kalk durch Helikopter schien die Rettung. In der Streuerwerkstatt reinigt und wartet Gunther die Kalktrichter. Das Unternehmen Koopmann war eines der ersten, das Forstkalkungen anbot. Auch heute noch stellt die Arbeit einen wichtigen Geschäftszweig dar. Wenn der angehoben wird, der Streuer, wird der Hut ein bisschen hochgezogen, der lockert den Kalk auf. Und dann fliegt er los auf seine Bahn im Wald und streut den Kalk aus. Das Ganze dauert so 60 bis 90 Sekunden, dann ist er wieder da. Und dann stellt er uns den Kübel hin, wir befüllen ihn wieder und dann geht es zur zweiten Runde. Das machen wir den ganzen Tag. Gekalkt wird nur in der kälteren Jahreszeit. Auch in dieser Woche ist ein Koopmann-Pilot im Einsatz. Ihre Fachkenntnisse sind deutschlandweit gefragt. Führen Sie bis ins osthessische Bergland.
Durch Regenwasser gelangen saure Stoffe aus der Luft in den Boden. Dies führt zum Absinken des pH-Wertes. Die natürliche Filterfunktion des Waldbodens wird gestört. Der Kalk soll den pH-Wert wieder regulieren. Kohlensaurer Magnesiumkalk wirkt der Übersäuerung des Bodens entgegen. Werden pro Hektar etwa 3 Tonnen Kalk gestreut, neutralisieren diese den Säureeintrag von 10 Jahren. Der Hubschrauber ist mit speziellen GPS-Geräten ausgestattet, damit der Pilot genau seine Bahnen ziehen kann. Zurück in Schleswig-Holstein, auf dem Privatlandeplatz der Kopmanns. Ja. Ja. Der Pilot meldet eine Störung bei der Kerosinzufuhr. Kerosin ist eine leichte Petroleumart, entwickelt im 19. Jahrhundert. Durch zahlreiche moderne Zusatzstoffe wird er für Flugzeugturbinen einsetzbar. Der Pilot hatte ein paar Tropfen Kraftstoff auf dem Triebwerksdeck gefunden, die also nicht normal sind. Und jetzt müssen wir wissen, wo das herkommt. Und zur Not muss jemand runterfahren, ein Techniker runterfahren und das auswechseln. Um den Kollegen geht es da. Dass dieses Valve, welches wahrscheinlich kaputt sein wird. Kuddel hat nach der Beschreibung des Piloten sofort eine Vorstellung vom Schaden. Ein winziges Rückschlagventil in der Treibstoffleitung scheint verschmutzt. Wenn das beim Starten und da was rauskommt, ist das fein. Du packst dein Werkzeug zusammen, alles, was du brauchst dafür. Wir gucken gleich nochmal in die Unterlagen rein, ob da noch irgendwas Spezielles zu beachten ist. Für den Transport des Ersatzteils wird einer der Helikopter betankt und startklar gemacht. Die Kopmanns haben eine generelle Landeerlaubnis. Sie können mit ihren Hubschraubern überall auf öffentlichem Grund aufsetzen. Wir fliegen jetzt nach Mönchengladbach. Da hat eine Maschine Probleme. Und ja, wollen wir sehen, dass wir die lösen, weil es ist dringend da. Die müssen unbedingt heute noch was machen. Und hoffen wir, dass wir das in den Griff kriegen. 450 Kilometer Strecke. Das sind bei einer Reisegeschwindigkeit von 230 Kilometern pro Stunde knapp 2 Stunden. So schnell schafft es mit dem Auto keiner. Abends müssen sie wieder zurück sein, denn der nächste Tag bringt einen ganz besonderen Job. 6.40 Uhr. Noch im Dunkeln wird die stärkste Einmotorige klargemacht. Das Ersatzteil für die sogenannte 2-Mod ist noch nicht eingetroffen. Geflogen werden darf erst ab der Dämmerung. Für den heutigen Einsatz werden die Schwimmer an den Kufen nicht gebraucht und abmontiert. Also wenn wir die Hubschrauber vollgetankt haben, dann können die erst mal 3 Stunden, 3 Stunden 10 in der Luft bleiben. Und in der Zeit hat man schon eine Menge abgearbeitet. Also wir werden wahrscheinlich rüberfliegen, anfangen zu arbeiten und dann irgendwann mal nach 2, 2,5 Stunden die Hubschrauber wieder neu betanken. Und dann haben wir erstmal wieder 3 Stunden Luft. Und wenn wir 6 Stunden geflogen sind, dann ist der Tag auch schon lang gewesen. Also dann weiß jeder, was er getan hat. Was heute auf dem Programm steht, ist Teil eines der größten Vorhaben der Energiewende. Um auch den Süden Deutschlands mit Windkraft zu versorgen, müssen riesige Stromautobahnen gebaut werden. Walter Kopmann soll für die Überlandkabel die Vorleinen ziehen. Punkt 7.30 Uhr. Landung an der Baustelle mitten in der Marsch. 75 Meter hoch sind die neuen Masten der Nord-Süd-Trasse. Ein Fehler macht nachher der Mann, der oben auf dem Turm sitzt, aber ich muss ihm das Seil in die Hand fliegen. Der hat ja nicht viel Bewegungsfreiheit da. Man muss es dem in die Hand fliegen. Man sollte ganz gut hovern können. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung das nachher ist, aber man sollte den Hubschrauber schon im Griff haben. Über das Hovern, das Schweben und alle anderen Flugbewegungen entscheidet die Stellung der Rotorblätter. Deren Winkel lässt sich vorne und hinten unterschiedlich einstellen. Hubschrauberfliegen ist etwas für beide Hände und Füße.
Walter Koopmann hat sich für ein 20 Meter langes Hebeseil mit einem Stahlgewicht entschieden. Daran wird die Vorleine eingeklinkt. Die Position des Gewichts im Verhältnis zum Hubschrauber zeigt dem Piloten, wie stark der Zug am Seil ist. Hakt es also irgendwo, pendelt das Gewicht zur Seite. Dann bleibt bei der Länge des Hebeseiles noch genug Zeit, um gegenzusteuern. Hat der Monteur das Seil in der Hand, wird die Rolle sofort gestoppt. Die Last des durchhängenden Seiles wäre sonst zu groß. 1,4 Millionen Euro kostet jeder Kilometer der Stromautobahn und ist damit immer noch günstiger als eine unterirdische Lösung. Die Bodenarbeiter müssen darauf Acht geben, dass sich die Kabel nicht verheddern. Plötzlich fällt eine der gespannten Leinen wieder herunter. Koopmann muss die Leinen aus der Luft wieder auseinanderziehen. Häkeln am Himmel. Acht Masten müssen heute bespannt werden. Dann kommt die Elbquerung. Die Stromtürme dort sind über 100 Meter hoch und erfordern noch mehr Vorbereitung. Der Knoten und damit das Problem ist gelöst. Der Zeitverzug ist ärgerlich, aber einholbar. Im Prinzip lief das ganz gut. Wir hatten natürlich doch für die eine Seite, wo ich im Rückenwind stehen musste, war das ganz schön wackelig. Da drüben hatten wir das Problem, dass dann die andere Leitung sehr dicht an der neuen Trasse lang läuft, die 110 kV-Leitung. Da musste man ein bisschen aufpassen, dass man das Seil nicht zu locker lässt, dass es nicht zu weit rüber driftet. Ansonsten ist alles so, ja, wie geplant. Leichte Bewölkung über Eiderstedt. Aber ansonsten erwartet Torben Koopmann ein schöner Tag. Denn am Abend vorher sind die Lüfterräder für die Zweimod gekommen. Dem wichtigen Offshore-Einsatz steht nichts mehr im Weg. Auf der Forschungsplattform Fino 3 sitzt wegen schlechten Wetters eine Gruppe von Vogelforschern fest. Torben muss sie dringend zurückholen. Wir haben hier, weil wir auf die Nordsee rausfliegen, relativ viele Sicherheitsvorkehrungen. Wir fliegen eben mit einem zweimotorigen Hubschrauber, sind zwei Turbinen in dem Hubschrauber, sodass wir für den unwahrscheinlichen Fall, dass mal ein Triebwerk mit einem Triebwerk was sein sollte, haben wir noch das zweite Triebwerk, um weiterzufliegen, um sicher wieder an Land zu kommen. Dann haben wir hier Notschwimmer im Hubschrauber, die im Fall einer Notwasserung aktiviert werden können. Die blasen sich auf und halten den Hubschrauber über Wasser. Wir haben Rettungsboote dabei, wir haben Überlebensanzüge. Drei Ornithologen harren bei Windstärke 6 auf einer Plattform 80 Kilometer westlich von Sylt aus. Geplant waren 2 Tage. Dann wurden daraus 4. Und an Land haben sie wichtige Termine. Es ist jetzt etwas durch, wir haben Wind. Aber das stört uns eigentlich nicht. Es dauert nur etwas länger, bis wir da sind. Dafür kommen wir schneller wieder zurück. Draußen auf der Nordsee haben wir teilweise blauen Himmel nachher. Also die Flugbedingungen sind eigentlich sehr gut für heute.
Nach einer Stunde Flugzeit kommt endlich die Forschungsplattform in Sicht. Sie dient unter anderem Ornithologen und Meeresforschern zur Beobachtung der Tierwelt in der Nordsee. Torben befindet sich bereits im dänischen Luftraum. Der Funkkontakt zum Tower in Kopenhagen steht. Zum Landen hat Torben eine Einparkhilfe wie beim Auto aktiviert. Sie sagt ihm die kritischen Distanzen an. 100 feet. Zusätzlich zum kalten Nordwestwind erzeugt der starke Rotorwind, der sogenannte Downwash, noch einen Extrasturm auf der winzigen Plattform. Wissenschaftler und Kameramann müssen in Deckung gehen. Die Vogelforscher erwarten Torben schon sehnsüchtig im Windschatten der Wohncontainer. Froh, dass Sie jetzt wieder weg können? Ja, kann man sagen. Dass es mit der Hubschrauber nicht kommt? Ja, dann ist nichts. Dann müssen wir von den Vorräten zehren, die wir ja in genügender Menge mit haben. Und ja, müssen wir zu Hause denken, warme Gedanken machen. Die bunte Kleidung ist ein Kälteschutzanzug. Er speichert bei einer Notlandung im Meer die Körperwärme. Die Forscher haben ihn für den Überflug angelegt. Rollkoffer sind kein sinnvolles Gepäckstück im Helikopter. Alles muss leicht, biegsam und quetschbar sein. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität sind die wichtigsten Prinzipien bei diesen sogenannten Offshore-Flügen, die über das offene Meer führen. In 2 Tagen ist Torben schon wieder für einen Filmflug gebucht. Diesmal ruft ihn Hollywood, und zwar nach Athen. Für die Wissenschaftler ein letztes Bild von der Nadel im Meer. Alle freuen sich auf zu Hause.